Grüße. Hallo Thomas. Warten Sie schon lang? Nein, nein. So, jetzt erzählen Sie, wie ist es Ihnen diese Woche ergangen? Also nicht so gut, eher ziemlich Arsch. Also da haben sie mir, da haben sie was angetan. Wieso, was ist passiert? Ja, das fängt schon in der Früh an beim Aufwachen. Also einfach nicht weiß, wie es mir geht. Ne? Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich fühle mich total unwohl. Ich weiß nicht, ob ich frühstücken soll. Ich weiß nicht, ob ich krank bin. Ich weiß nicht, ob ich fit bin für einen Tag. Oder keine Ahnung. Ja? Das ist total. Ja, ich fühle mich total hilflos. Das ist Arsch. Hallo, du, ich kann heute nicht kommen, mir geht's nicht gut. Wie das? Dir geht's nicht gut, was hast du denn? Keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie total schlecht, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre krank. Weißt, also Thomas, das ist jetzt sehr, sehr kurzfristig und na gut, kann man nichts machen, schalt deine Daten frei. Ich kann da meine Daten nicht freischalten. Wieso kannst du deine Daten nicht freischalten? Weil ich meine Uhr nicht oben habe. Ja, dann, ich weiß auch nicht, dann gib mir dann Urlaubstag. Oder besser gleich zwei. Ja, gut, Thomas, wir reden dann nochmal drüber. Ja. Ja, im Endeffekt war ich dann die ganze Woche zu Hause. Also, Sie haben sich unwohl gefühlt, haben Sie krank schreiben lassen, nur weil Sie die Uhr nicht oben hatten? Ich fühle mich permanent unwohl, das ist ja das Problem. Wahrscheinlich passt mit meinen Werten eh alles, aber das weiß ich halt jetzt nicht. Waren Sie schon beim Arzt? Nein, das ist das Nächste. Ich kriege ja gar keinen Termin ohne der Uhr beim Arzt. Was darfst du denn trinken, Thomas? Ein Spritzer? Keine Ahnung. Bring mir eine Soda-Zitronen. Eine Soda-Zitronen, im Ernst? Ja. Na gut, kannst du sagen. Was ist der Grund? Was ist genau der Grund? Was fehlt Ihnen so sehr an dieser Uhr? Jetzt sage ich es ja schon, einfach die Gewissheit, dass mit meinen Werten eh alles okay ist. Das weiß ich jetzt. Normalerweise sagt man das die Uhr. Das sagt man dann, ob ich Sport machen soll oder ausrasten soll oder was ich essen soll, was ich trinken soll, was ich nicht trinken soll. Und das weiß ich halt jetzt alles nicht. Hallo Fredi. Thomas, was machst du schon um die Zeit? Servus. Hallo. Grüß dich. Servus, Fredi. Hallo. Ja, nein, ich bin wegen dem Interview da. Wegen was? Wegen einem Interview? Wirst du vielleicht berühmt jetzt? Oder wie? Nein, nix. Ich hab nur für eine Woche meine Uhr abgelegt. Du, der Uhr? Echt? Ja. Bist du jetzt so noch zur Vernunft gekommen? Ja, fest. Darf man sehr dazu sitzen, ne? Gut. Zwei Spritzer, Odi! Bist du zur Vernunft gekommen? Was haben Sie für Erfahrungen mit der Uhr gemacht? Mir zwar mit der Uhr? Gar keine. Aber beim Thomas geht nichts mehr ohne dem depperten Ding. Ja. Der ist ja direkt verheiratet damit. Haha, ist schon genug, danke. Aber du weißt eh, wie es ist. Heutzutage kommst du ohne der Uhr ja gar nichts mehr weiter. Das ist. Naja, wenn du meinst. Aber ich brauche ganz sicher keine Uhr, damit ich weiß, was genug ist. Oder damit mir wer sagt, was ich wann wie machen muss. Ich meine, das weiß ich schon selber. Du meinst, das sagt eh der Frau. Ja, eh, aber die habe ich wenigstens permanent am Handgelenk. Gott, ich auch nicht. So, Rudi, danke. Danke. Dankeschön. Ja. Kann ich dann eine Achtelweise haben, bitte? Ja, gerne. Danke. Danke. Weißt du, Bursche? Prost. Prost. Du wohlst. Nein, im Ernst, Burschen. In meiner Branche kriegst du gar keinen Job mehr, ohne dass du deine Gesundheitsdaten hergibst. Bei euch ist das wurscht, das ist mir eh klar. Und ich kann mir das nicht leisten, ich hab zwar kleine Kinder daheim. Außerdem, geh einmal auf die Bank und versuch einen Kredit zu kriegen. Ja? Ohne dass du deine Gesundheitsdaten hergibst, geht. Ja, ist ja wurscht. Ja, weiß eh. Zuerst lockest du dich mit Krawatte und Geschenke, dass du deine Werte ausruckst. Und dann kriegst du gleich eine Mahnung von der Kasse, wenn du mal acht als viel saufst. Da schaut er ein, Hans. Alle Minuten steht er auf und setzt dich wieder nieder. Nur weil die Deppe die Uhr ihm sagt. Muss gut sein, Hans, das bringt ja, eh nichts. Ja, wenn es nach meiner Uhr gegangen dürfte ich halt gar nicht da sitzen mit euch. Ja? Die Sauferei kostet mir sicher eh wieder das Doppelte, weil ich dann auch wieder die Strafen kriege von der Krankenversicherung. Ich kann gar nicht wissen, was ich sonst noch für Mahnungen kriege. Die ganzen Versicherungen. Ist eh wurscht.
Aber Thomas, wenn du jetzt die Uhr eh schon nicht drauf hast, nutz mal die Gelegenheit, trink mal was Gescheites. He? Recht hast du. Ja. Rudi, eine Runde Schnapsal, einen weißen Spritzer für Thomas und für die Dame ein Glas Sekt bitte. Und, krieg ich jetzt meine Uhr wieder? Nein. Nein, können Sie ja. Wenn Sie meinen, die Dame. Das war sehr viel. Für Schnaps. Ja. Für Schnaps und einen Spritzer, habe ich gesagt. Und für die auch, ne? Ja. Hans, magst du da noch was? Ja, ein Schnapsel. Aber gern. Okay. Sind Sie Sandra? Ja, hallo. Guten Abend, hallo. Grüß Sie. Schicke Bar hier. Sind Sie öfter hier? Ja, doch, in letzter Zeit wieder öfters. Bitteschön. Was trinken Sie noch? Weißwein. Ich hätte auch gerne ein Glas, bitte. Sandra, um mich für unser Treffen vorzubereiten, habe ich etwas in Ihren Daten geschnüffelt. Und was Interessantes dabei entdeckt? Sie scheinen ja ein tolles Ranking zu haben. 93% Attraktivitätslevel, 90% Gesundheitsscore und 87% Interessantheitsgrad. Meist unter den Top. Danke. Danke. Meist unter den Top 10 der Frauen in ihrer Umgebung. Werte, von denen manche nicht träumen können. Sie müssen eine Menge Aufmerksamkeit erregen. Hört sich toll an, nicht wahr? Das klingt, als hätte die Medaille eine Kehrseite. Nun ja, wie so viele anderen auch, habe ich meinen letzten Freund jemanden mal Smartwatch kennengelernt. Und da habe ich endlich die Chance gehabt, den richtigen kennengelernt zu haben. Wir hatten über 90% Matching und ich habe mich sogar ehrlich verliebt. Das klingt ja großartig. Wollen Sie mir erzählen davon? Tja, so wie die ganze Sache angefangen hat, hat sie abrupterweise auch wieder aufgehört. Nach einem Jahr circa hat es begonnen bei uns zu kriseln. Und dann ging es einfach so schnell. Unsere Werte sanken unter dem Mindestlevel für eine Beziehung und er hat einfach sofort Schluss gemacht. Wie war es? Sofort Schluss gemacht? Ja, alles was er gesagt hat war, 45% ist mir einfach zu wenig. Und weg war er. Das ist jetzt ein paar Monate her und seitdem betrachte ich eigentlich das Ganze mit anderen Augen. Und ich frage mich überhaupt, hat er mich hier wirklich geliebt? Und seitdem ignorieren Sie die Empfehlungen Ihrer Uhr komplett? Nein, so ganz einfach ist es auch wieder nicht. Besonders wenn man Single ist auf Partnersuche. Es ist so, heute spricht man einfach niemandem mehr an, ohne dass die Uhr vorher die richtigen Chancen ausgerechnet hat. Und überhaupt das Ganze besteht noch darin, diese Kitzel, vibriert meine Uhr oder nicht? Also gibt es jemanden Interessanten in der Nähe oder nicht? Also kurz gesagt eigentlich, ohne Uhr ist man unsichtbar. Aber jetzt sind Sie schon offline, oder? Ja, sonst könnten wir uns gar nicht unterhalten. Tun könnten Sie mir vielleicht einen Gefallen tun und einmal online gehen, damit ich sehe, wie schnell das bei Ihren Werten geht? Ja, gerne. Solange Sie nicht von mir verlangen, dass ich Sie bestätige, kein Problem. Es scheint aber, dass es eine Menge auf die Jagd gibt heute. 4 Matches allein in dieser Bar und wir haben noch nicht mal Primetime. Ha, so schnell geht das bei Ihren Werten? Und jemand Interessanter dabei? Nicht wirklich, leider nein. Außer man sucht irgendwie jetzt das schnelle Abenteuer. Warten Sie, ich will Sie jetzt schnell absagen, dann können wir weitermachen. Es tut mir leid, Max. Und du auch, Clemens. Felix, sorry. Und bitte, du... Ach, verdammt! Was ist passiert? Haben Sie sich verwischt? Ja, und das brauchte ich jetzt echt nicht. Ich glaube, wir bekommen Gesellschaft. Nein, nein, nein. Abgelehnt. Das hätten Sie mir fast persönlich sagen können. Bitte, hört auf, die Burschen zu ärgern. Die sind eh schon so arm. Außerdem wäre es mir lieber, wenn du herinnen die Matching-App abdrehst. Sonst habe ich in 10 Minuten die Hütte voll mit solchen Typen. Und das kann ich um die Uhrzeit wirklich nicht brauchen. Klar, okay, alles. Entschuldigung, das geht jetzt auf meine Kappe. Wir wollten nur was testen. Na gut. Aber ich habe erst vor einer Stunde aufgesperrt. Und wenn du so einen Magnet an der Bar sitzen hast, der zieht dir die Typen an wie die Fliegen. Aber ist das nicht gut fürs Geschäft? Nicht wirklich. Das sind dann die Typen, die dann 3 Stunden bei einem Bier sitzen und warten, dass es vibriert. Das muss ich hier nicht haben.
Sie scheinen ja kein Fan dieser Uhr zu sein. Was heißt Fan? Ich kann sie eh nicht ändern. Aber als Barkeeper siehst halt so einiges. Die sitzen da wie Roboter und warten, dass sie aktiviert werden. Naja, und einige werden halt nie aktiviert. Das ist dann wirklich nicht mehr schön zum Anschauen. Wollt ihr noch was trinken? Dabei nicht, danke. Dankeschön.